Das schaue ich mir mal an. Ach, das ist nur der Look. Naja. Das ist ein bisschen seltsamer Flex. Der Flex. Was haben wir denn noch hier? Hm, das sieht auch nicht übel aus. Könnte man mal mit drüber nachdenken. Ja, Robin Hood. Immer so ein Hut. Ist mir zu grün. Ja, mir war das eindeutig. Schwarz. Ja, die Zylinder sind mir immer zu extravagant. Wenn es so einen flacheren geben würde, den hier, aber in Schwarz, das wäre mal großartig. Ich glaube, das war mein Hut. Jo. Gute alte schwarze Hexe. Zaubergut. Jetzt haben wir noch eine zweite Quest. Hallo? Hast du Zeit, mir bei einer dringenden Lieferung zu helfen? Eddie, die Angriffe der Kobold-Rebellen auf Feldcroft werden immer häufiger. Es scheint, als würde sie nach etwas suchen. Aber zumindest mir fehlt die Vorstellungskraft zu begreifen, warum sie unser kleines Dorf angreifen. Der Handel leidet jedenfalls darunter und die Menschen sind von Sorgen geplagt. Feldcroft könnte momentan sicherlich etwas von deinem Optimismus und deiner Kreativität gebrauchen. Mir scheint es immer so, als hättest du die besten Ideen. Hast du irgendeinen Vorschlag, mein Freund? Ich weiß nicht, wie viel länger Feldcroft durchhält. Dein Bernard Njai. Was gibt's? Sie klingen, als könnten Sie Hilfe brauchen. Was für ein Glück, Sie zu sehen. Die Trollschlechterin oder Bezwingerin, Trollflüsterin? Egal, Sie wissen, wie man Nägel mit Köpfen alles macht. Eddie Thistlewood ist mein Name. Ein Freund von mir in Feldcroft braucht Hilfe im Kampf gegen Renrocks Anhänger. Daher habe ich zwei Kisten chinesischen Kaukohl geschickt, aber sie sind verschwunden. Sie haben Kisten mit Kaukohl geschickt? Gegen Renrocks Bande? Ja, natürlich. Ich kenne mich mit Pflanzen aus. Und ich glaube, dass die Kobolde durch die vielen wilden Pflanzen so genervt sein werden, dass sie Feldcroft einfach in Ruhe lassen. Das könnten Sie die beiden Kisten ausfindig machen und ihren Inhalt an meinen Freund Bernard Ndiaye liefern? Ich kann meinen Laden gerade nicht verlassen. Aha. Warum sollten die Kobolde Feldcroft angreifen? Mein Freund Bernard sagt, dass sie schon eine Weile in der Gegend gesehen wurden. Er glaubt, dass sie etwas suchen. Aber in letzter Zeit sind sie aggressiver. Na cool, wie dort hinten mit dem Besen gespielt wird. Kinderspiel. Könnten Sie nicht einfach mehr Kaukohl anbauen oder kaufen? Das schon, aber das würde Zeit kosten. Zeit, die wir nicht haben, denn Renrocks Schergen werden jeden Tag gefährlicher. Außerdem geht es ums Prinzip. Ich habe diesen Kohl angebaut und er ist außergewöhnlich. Wissen Sie, wo genau die Kisten sind? Soweit ich weiß, wurde eine südlich von Feldcroft gesichtet. Die andere soll südlich von Brockborough sein, in der Nähe des Flusses. Okay. Also gut. Ich werde Ausschau nach zwei Kisten mit chinesischem Kaukohl halten. Oh, danke. Ich werde Bernard Bescheid sagen, dass er den Kohl vielleicht doch noch bekommt. Was verkaufen Sie? Feldcroft wird garantiert viel sicherer sein, wenn es von diesem chinesischen Kaukohl verteidigt wird. Tumblr Kaukohl. Klingt nach Ärger in Feldcroft. Nee. Vielleicht sollte ich helfen.
Willkommen, immer herein. Na dann. Was? So weit weg. Das ist aber eine ganze. Das war eine ganze Reise. Da werde ich aber definitiv hinfliegen. Eine Minute, 37 Sekunden später. Okay. Die Kiste mit chinesischem Kaukohl muss irgendwo hier im Lager sein. Aha, Wilderer. Wenn man sich den dunklen Künsten will, das war ein Fehler. Das ist die Rotschnase. Das ist die Hexe so Oberteil vergessen. Das braucht nun mal die lauten Hippogreif zu klauen. Ich weiß, dass du die dunklen Künste nicht schaffst. In der Richtung. Das ist die Punkte. Guter Trick. War der Kidar was zu einfach. Das ist immer eine Ferne. Oh. Du. Ich bin Menschen. Wieder ganz ins Kriegsfeld. Sitzt denn hier Feuer ein? Was soll denn der Scheiß? Das ist Verschwendung von Zaubertränken. Wie heißen? Sind schon ein bisschen schwieriger. Jetzt ist es besser. Hühnchen. Perfekte Zeit für die Punkte zum Angreifen. Nee, da Feuer. Castet. Feuersäule. Aha. Wo ist er denn? Verstecken ist nicht toll. Jetzt bring dir es zu Ende. Confringo! Versuchst du etwa mich von deinen Talenten zu überzeugen? Wie viele von uns du auch besiegst? Na, das ist die Einheit. Oh nein. Ich bin nicht feuerfest. Noch nicht. Irgendwann kriege ich bestimmt einen Trank dafür. Apropos Trank. Das Lamm kehrt zur Schlachtbank zurück. Ich weiß. Sieh an, da haben wir wohl eine Träumerin, die uns früher einsetzen soll. Eine Schande, was du mit hilflosen Tierwesen gemacht hast. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Ja.
Eine Kiste habe ich. Fehlt noch die zweite. Die ist nochmal so weit weg. Nochmal von Wilderern umgeben. Okay, schauen wir mal. Mir wird noch nicht angezeigt, wie weit das noch ist. Können wir das laufen oder sollte ich fliegen? Wahrscheinlich sollte ich fliegen. Oh ja. Sollte vielleicht mal eine Schnellreise machen. Zweite Kiste. Wie ich wohl in so einem kleinen Dorf zurechtkäme? Magst du Schmerzen? Jo. Geht's im Ort in die zweite Kiste? Ist auch das bei dem, die Markierung auf der Map oder was? Nee, das ist schon. Wir können trotzdem direkt hier lang. Wir müssen noch keinen Umweg nehmen. Jetzt verstehe ich, warum Feldcraft Renrocks Anhänger. Jetzt verstehe ich, warum wir den Umweg nehmen sollten. Sie müssen die andere Kiste mit chinesischem Kaukohl haben. Na dann. Mehr hast du nicht zu bieten. Doch, hier, die Kiste. War's das schon? Nee, war noch nicht. Es sind noch welche. Wir mal versuchen. Cool. Ist leider so selten. Was? Schade, könnte ich dann Bombard einsetzen. So, zurück zum Lager. Roll, roll, roll. Damn cool. Curioso. Schwebende Kuh. Expelliarmus. Eiskuh. Das ist ein Stier übrigens. Denke ich. Renrock will Neuigkeiten. Hast du es gefunden? Melde dich sofort zurück. Aha. Renrock vermutet, dass es in Feldcroft mehr davon gibt. Ich kehre nicht zurück, bis du es gefunden hast.
S? Was ist S? Tja. Kiste. Kaukohl. Cool. Das sind alle Kisten mit chinesischem Kaukohl. Ich sollte Mr. Thistlewoods Freund in Feldcraft aufsuchen. Ach, hier. Aha. Ein paar Kühe ärgern. Und Stiere. Männliche und weibliche Kühe. Das ist doch nicht mal Kühe. Ich habe keine Ahnung. Machen wir. Das ist ein Ort wie aus dem Märchenbuch. Hallo. Haben Sie die spezielle Lieferung von meinem lieben Freund Eddie? Hallo, natürlich. Mr. Ndiaye. Merkwürdig, dass das nicht so ist. Ja, er sagte, ich solle Sie erwarten. Haben Sie den chinesischen Kaukohl? Ja, hier sind sie. Fabelhaft. Das wird viel dazu beitragen, das Dorf vor Ranrocks Anhängern zu schützen. Naja, dieselben Übeltäter, die sie, wie ich annehme, zusammen mit Rookwoods Leuten abgefangen haben. Feldcroft steht tief in ihrer und Eddies Schuld. Vielen Dank für ihre Hilfe. Ach, war doch keine Ursache. Woher kennen Sie und Eddie sich? Wir kennen uns aus Hogwarts und sind seither Freunde und Geschäftspartner. Ich war nicht überrascht, als ich seine Eule über seinen Plan mit dem Kaukohl bekam. Er war schon immer jemand, der anderen helfen wollte. Die Schnauze weg, ja. Wissen Sie vielleicht, warum die Kobolde Feldcroft angreifen? Keine Ahnung. Ich dachte, es läge an der strategisch günstigen Lage. Aber nun scheint es, als suchten sie nach etwas. Ich muss allerdings zugeben, dass ich nicht weiß, wonach sie genau suchen könnten. Keine Ursache. Das habe ich gern getan. Endlich etwas Verstärkung. Hoffentlich reicht das gegen die Kobolde. Die Kobold-Quest. So, was machen wir als nächstes? Hier haben wir eine weitere Quest gemacht. Rund um Hogwarts vielleicht noch was? Ja, nicht so. Ich würde auf jeden Fall gern mal mir einen Raum der Wünsche. Lass uns da mal wieder hinlatschen. Ist grad wer hier wohl wohnt? Da mal kurz schon einen Blick. Und dann einmal auch über die berühmt-berüchtigte hölzerne Brücke. So muss das doch. Ich habe nämlich was rausgefunden, was ich jetzt gerne mal in Hogwarts mit euch machen würde. Im Raum der Wünsche. Ich habe zweierlei rausgefunden. Müssen wir beides ausprobieren. Durch Gucken von Videos und Livestreams zu kurz links habe ich hier was rausgefunden. Das eine könnte sehr lustig sein. Und das andere ist sehr interessant.
Er war dumm genug, das lange nicht mitzubekommen. Erstmal rein nach Hogwarts. Aha, okay. Du liegst doch hier geschlossen. Kann man nicht mehr mitmachen. Schade. So, wenn wir da mal drin sind. Okay, wir sind nur kurz, da geht's wieder los mit der Baggerei. Gebackt wird. So, jetzt würde ich gerne mal Folgendes ausprobieren. Zieh mal die Handschuhe aus. Die Brille können wir anbehalten. Die Mütze ziehen wir aus. Den Schal ziehen wir aus. Die Mantel ziehen wir aus. Und laufen einfach mal in Unterwäsche rum. Einfach mal, um das auszuprobieren. Ein bisschen kühl hier im Winter, aber Reaktion der Leute soll interessant sein. Ui, schnell weg hier. Schnell durch hier. Oh, kalt hier. Ich hol mir noch was. Miesen Schnupfen oder so. Nur es ist nachts, das ist ein bisschen. Ja, macht Sinn. Und die Klamotten. Aus dem Bett gehüpft. Nichts anderes angehabt. Einen kurzen Blick hier drauf. Okay. Vielleicht kommen wir ja damit sogar eine Cutscene rein. Eine Frechheit, sie runterzunehmen. Aha. Verzeihung, ist alles in Ordnung? Nein, ganz und gar nicht. Es waren nur noch zwei Glocken übrig, aber sie musste ja alles verderben. Ich kann dir nicht ganz folgen. Wer ruiniert alles? Und welche Glocken? Professor Black hat Mr. Moon befohlen, die Glocken im Glockenturm abzunehmen, weil sie ihm Kopfschmerzen bereiten. Sie gehören zu Hogwarts. Das wollte ich nicht zulassen. Also bat ich meine Freundin Adelaide, mir zu helfen, sie wieder anzubringen. Wir waren schon immer ein Duo. Adelaide und Evangeline. Eddie und Evie. Naja, alles lief prima, bis Black plötzlich Fragen stellte. Da war sie mit unserem Regelbruch nicht mehr einverstanden. Nun weiß ich nicht weiter. Ich weiß nicht, welche Glocke wohin gehört. Professor Black und Professor Black ist aber. Lexi, was ist seine Frau hier oder was? Ist es wirklich so wichtig, die Glocken wieder aufzuhängen? Ob das so wichtig ist? Sie sind ein Teil der Schulgeschichte. Diese Glocken haben dem jungen Merlin gesagt, dass er zu spät zum Zaubern kommt. Oder Ignatia Wildsmith zum Essen gerufen. Wir dürfen Geschichte nicht verfälschen. Wir sind nur ihre Verwalter. Eine kuriose Anweisung, selbst für Black, Glocken wegen Kopfschmerzen abzuhängen. Stimmt, vielleicht haben sie sein stündliches Nickerchen unterbrochen. Er schläft ständig in seinem Büro. Aber ich habe auch gehört, das bleibt unter uns, ja? Natürlich,
Ich habe von Alice gehört, die von Ollie gehört hat, der von Eugenia gehört hat, dass die Glocken ihn an seinen Hochzeitstag erinnern. Er bricht wohl zu jeder vollen Stunde in Schweiß aus, aber von mir weißt du nichts. Sehr gut. Wenn es nur um zwei Glocken geht, ist es dann so schwer, sie richtig aufzuhängen? Das klingt vielleicht einfach, aber ich bin unmusikalisch. Mutter sagt immer, ich könne keinen Ton halten, selbst wenn er mir in die Arme hüpft wie ein Schokofrosch. Es bringt nichts, sie aufzuhängen, wenn sie nicht so klingen wie vorher. Um der historischen Genauigkeit willen. Aha. Vielleicht kann ich beim Aufhängen der Glocken helfen. Ja, das wäre wunderbar. Die Glocken sind im Glockenturm, direkt über dem Musikraum. Haben wir das nicht vielleicht schon getan? Du bist eine größere Hilfe als Adelaide. Das haben wir ja schon gemacht. Ich schätze mal, die Glocken sind im Glockenturm. Die haben wir aufgehangen. Das habe ich bereits schon von selbst getan. Die Glocken hängen wieder, Evangeline. Du machst der Schule alle Ehre. Ich kann es kaum erwarten, sie zu hören. Und dass der Schulleiter sie hört. Ich würde gerne sehen. Ich habe es verstanden. Künftige Generationen wissen deine Tat. Ich verstehe, warum man die abhängen wollte. Aber ich schon. Und ich hoffe, du auch. Du weißt ja nicht, wie viel das bedeutet. Mir und Hogwarts. Aha. So, wen besuchen wir jetzt als erstes? Immer die Lehrer ein bisschen ärgern. Ist Professor Fink eigentlich in seinem Büro? Den sollen wir ja für eine... Hoppla, hab ich grad nicht geguckt. Nein, den sollen wir ja für eine... Für die Hauptquest im Kartenraum treffen. Okay, Professor Fink liegt hier. Astronomieflüge, da wollen wir eh hin. Da sind wir gerade. Was haben Sie jetzt vor? Scheint wohl Tag zu werden, oder? Woher kommt die Änderung der Musik? Du hast maßgeblich zu Duncans Ruf beigetragen. Aha. Also in dem Video, was ich gesehen habe, gab es deutlich mehr Kommentare dafür. Vielleicht ist es auch ein Mod-Video. Die Mods für Rotlicht sind ja auch großartig. Wir werden mal gucken, ob das wirklich ist. Das hier auch in der ungemoddeten Hogwarts-Version so läuft. Das sieht mir nicht nach der normalen Schuluniform aus. Ausgezeichnete Abwehr. Genau die Kommentare meinte ich. Ob mir eine freundliche Seele hilft? So, wo gehen wir als nächstes hin? Zauberkunst. Okay, das wollte ich nicht. Okay. Ist er anwesend? Ah, hi.
Kronen und die Uniform eines Historikers. Oh, diese alten Schatzkarten sind großartig. Marien kann man nicht. Sag was zu meinen Klamotten. Wir sind auch schon eingebrochen. Wir können doch jetzt alle Humora Stufe 2. Da müssten wir doch vielleicht mal hier oben. Sirius Zelle öffnen können. Ja, ganz genau. Hallo Humora. Ich bin mir relativ sicher, dass das die Zelle ist, weil es auch die einzige Zelle ist, die es hier gibt. Der Sirius Black im dritten Film, wo der Gefangene von Azkaban aufbewahrt wird. Ein Bullschal. Und in der Brille. Ah ja. Hallöchen. Hey Nati, wie geht's denn so? Galeonen und die Uniform eines Historikers. Wo gehst du hin, Nati? Vielleicht ein prüfender Gemeinschaftsraum. Revelio! Haben wir hier noch irgendwas? Zum Astronomieturm. Nicht mal Pieps sagt was dazu. Pieps scheint uns wirklich zu ignorieren. Schon immer. Sah fast aus wie Sebastian. Aber Sebastian, der dürfte jetzt in Azkaban sitzen. Aufgehen auf den Turm und es ist nichts zu kalt. Wir mal die Sterne beobachten. Dann müsste ja gerade Unterricht sein. So doch immer Unterricht nachts und auch nicht. Genauso ist das richtig. In diesem Glück macht es nicht mal Sinn, dass wir vom Boden aufstehen. So wie ich zaubert niemand. Lass mich jetzt Unterricht.
Mir gefällt ihm mein Look. Professor, hätten Sie einen Moment? Sicher. Darf ich fragen, was Sie zur Astronomie geführt hat? Sie dürfen. Darf ich aufgrund Ihrer Frage annehmen, dass Sie sich wundern, wie man sich für Astronomie interessieren kann? Verzeihung, Professor. Ich frage mich nur, wie relevant dieses Fach für uns ist. Ich fürchte, diese Sichtweise ist unter denen, die nicht verstehen, was man alles aus den Sternen herauslesen kann, viel zu verbreitet. Häufig kommt es zu Missverständnissen, weil Astronomie mit Astrologie verwechselt wird, auf deren Lächerlichkeit ich hier gar nicht erst eingehen möchte. Um Ihre Frage zu beantworten, es war meine liebe Schwester, die mein Interesse an der Sternenkunde geweckt hat. Wir starrten in unzähligen Nächten vom Dach aus ins Weltall. Es war eines der wenigen Fächer, die wir zusammen studieren konnten. Ich verstehe nicht ganz, Professor. Warum denn? Meine Schwester ist ein Squib. Klug, fleißig und großzügig, aber trotzdem ein Squib. Die Arme ist seit Generationen das einzige nicht-magische Kind unserer Familie. Dafür schlägt sie sich aber außergewöhnlich gut. Sie klingt wie eine nette und sehr fähige Person. Das ist sie. Und obwohl sie enttäuscht war, nicht nach Hogwarts zu können, hat sie sich in der Muggelschule hervorragend geschlagen. Sie war vermutlich eine der ersten Frauen, die in Cambridge studiert haben. Damals wurde sie von unserer Mutter als männlicher Student getarnt. Und da Astronomie ein Thema ist, das die Muggelwelt mit unserer Welt teilt, konnten sie und ich dieses gemeinsame Interesse aufrechterhalten. Wir schleichen uns immer noch ab und zu auf ein Dach, um in den Himmel zu schauen. Aber heute mit einem Schwebezauber, nicht mehr über ein Spalier. Danke, dass Sie mir von Ihrer Schwester erzählt haben. Aber gerne doch. Eine fantastische Geschichte. Es ist gut, daran erinnert zu werden, was man erreichen kann, wenn man sich selbst so annimmt, wie man ist. Und nun gehen Sie. Sie müssen sich doch bestimmt noch eine Himmelskarte einprägen. Haben Sie vergessen, sich anzuziehen, um schnell den Nachthimmel zu sehen?